100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as The War Tales. Moin zusammen, weiter geht's mit War Tales. Und ja, wir sind gerade noch auf eine Gruppe Banditen gestoßen, die Händler überfallen. Und den machen wir natürlich den Gar aus, auf dem Weg nach Quartz, ja. Müssen wir mal schauen. Bogenschütze. Mein Bärchen kommt auf meine Seite. Auftragsmörder. Noch ein Bogenschütze. Bärchen hier in die Mitte zur Unterstützung. Neke. Das sind alles Gegner hier auf der Ecke. Gut. Die hier werde ich dann wegschreddern. Genauso wie den Haufen auf der Seite. So, ein Bär auf die Seite. Auftragsmörder, guck mal, der kann hier noch mit runter. Dann haben wir ja noch ein Bärchi. Der kann hier runter. Parkat, Bär, Olin und Viva auf diese Seite gerne. Elef nach vorne. Oh ne, genau, ich liege hier in die Mitte. Cecile Gunbald. Rema geht mal vor Gunbald. Auf die Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Sehr geil. Friedenshüter. Friedenshüter. Splinter kann da eigentlich mit zwischenbleiben. So, jetzt ist halt die Frage. Da ist Demenzia. Okay, Frage beantwortet. Hier zwischen und 5, ne? Versuchen wir gleich mal. Übeltäter, der hier ist gleich als erster dran, ne? Stärke 104, Stärke 109. Sehr gut. Alles klar, los geht's. Lops. Und ran ans Beck. Lebt noch. Warte mal, irgendwie. Ja, komm, lauf hier runter ins Eck. Klong. Ja, schade, dass man Lucilla nicht noch aufbauen kann. Jawohl. Bogenschütze in Kampf verwickelt. Echo. Ganove. Ganove. Ist hier, ne? Haben wir hier unten auch einen Bogenschützen? Nö. Aber die werden wahrscheinlich hochlaufen, ne? Aber wenn du dich dahinter stellst und auf den da schießt. Bingo. Mietest ihn vielleicht sogar noch um. Ja. Verdammt, kommt er auch noch rum. Das ist natürlich schlecht. Okay, nächster Ganove. Hier oben drinnen, ne? Gut. Demenzia. 1, 2, 3. Vielleicht 4. Yes.
Da würde ich gerne die Reichweite noch mit erhöhen. Unheimlicher Trick. Nachdem sie in einer einzigen Runde zwei Angriffe durch dieselbe Einheit erlitten haben, erhalten die Einheiten Wut. Müsste eigentlich... Ah, egal, erzähl dich mal selber durch. Down. Down. Alter, streck einfach mal alles nieder, was da ist. Okay, pass mal auf. Renn's dann nochmal hier oben hoch. Jawohl. Nochmal nachgesetzt. Das wird super. Super. Okay. Tritt. 11 Meter. Hier gerne rein. Bisschen beiseite und alles markieren hier. Gut, jetzt ist der dran, haut ein bisschen auf sie, ja, das passt aber. So, dann haben wir hier irgendwie einen Bogenschützen, ne? Der am besten nicht dran kommt. Torus. Lauf mal rein da. Einmal mit der Axt hier durch, gerne. Einer liegt. Ja, bleib mal ruhig da stehen. Passt schon. Der ist gleich dran, ne? Okay. Für die Bärchi, ja, kann gerne hier rein und den Gauner in Kampf verwickeln. Ganover. Der ist dran, okay, aber wir haben hier genug Verbündete auf der Ecke, da brauche ich mich eher weniger drum kümmern. Ich bin jetzt hier tatsächlich zwischen. Den abstechen. Und der da oben darf nicht weglaufen. Arkad. Kriegst du ihn kaputt da oben? Kommt er nicht raus, ne? Wer ist denn als nächstes? Ein Wilderer hier unten. Der hier wird wahrscheinlich Rundumschlag machen wollen. Deshalb laufen wir mal mit dem Bärchen hier rein. Super. Nächsten Bogenschützen in Beschlag. Und? Schade, kein Friendly Fire. Bogenschütze ist wieder frei. Oh ja, guck mal hier auf die Ecke. Und dann klappt das nicht, so wie ich dachte. Hier hin. Da klappt das. Sehr schick. So, hier hinter.
23 von 40, ne? So, und der hier wird dann wahrscheinlich hier zwischenlaufen, um die beiden zu treffen. Ne, Splinter beißt später da rein. Schön, nochmal nachgehauen. Der dreht sich dann um, ne? Wenn er jetzt reinhaut. Ja. Super, Bogenschütze down. Wieder auf diese Seite. Oh, 199. Der war gut. Warte mal, nimm mal ruhig die Ratte. Splinter. Kommst halt nicht runter, ne? Schade. Okay, Harkard. Gern auf die Seite, ja? Voll. Weg. Ja, wohin? Lass mal ruhig darüber. Torus. Nein, Tritos, nicht Torus. Schön den eigenen getroffen. Nee, erstmal möchte ich den da weghaben. Helle. Oh, das wird doch nix. Oh, wird doch was. Ein Bärchi. Downer da oben. Mal gucken, krieg ich den gekillt? Ich glaube ja fast nicht. Schade. Auf jeden Fall Deckung für Tritt hier auf der Ecke. Yes, bingo. Dazwischen. Ja, dahinter gerne.
bisschen aus dem Weg gehen. Sehr schön. Aber jetzt habe ich ja nichts mehr da oben, ne? Sehr gut. Stehen geblieben, tatsächlich. Okay, und Splinter als letzter. Super, Bogenschütze ist wieder frei. Übeltäter am Zug, der da, ne? Hm. Direkt 5 Punkte geholt. Laufen ruhig damit hinter. Der hier gleich reinhaut, wird er zweimal eingestochen. Der ist kaputt. Stärke 104. Jetzt ist er hier unten dran, ne? Ist er nicht? Ach, schade. Hier hätte ich sonst mit der Ratte niedergestreckt hier. Okay, Ganove. Welcher Ganove? Hier unten, ne? 1, 2. Kaputt. Jawohl, alle drei, ne? Mit einem Schlag. Doch, rutscht einen kleinen, ne? Ganz kleinen rutscht er. Sehr fein. Da muss ich aufpassen. Oh ja, auch alle drei.
Parkert. Guck mal, den könnten wir eigentlich verhaften, ne? Übeltäter. Aber ne, ein Sternchen davor. Nee. Noch ein Nachgesetz. Okay, geil. So. Auch kaputt. Wo haben wir denn überhaupt noch Gegner? Eigentlich nur noch hier, ne? Ja, die letzten beiden. Ja, läuft's noch zur Seite raus? Nein. Geborener Sprinter, guck mal. Warum nutzt du denn nicht mal sowas hier, Junge? Erlittener Schaden, 30% erhöht. Habe ich, glaube ich, auch noch nie genutzt. Super, super selten. Ah, verdammt, er hat die Satteltaschen dabei. Nicht das andere Halsband. Auch kaputt. Yay, okay. Alles ein, guck mal, 129 sogar. Und wir sind aber 20 drüber, ne? Okay, alles reparieren. 183 von 178. Cecile, Stufe 13. Geschicklichkeit müsste ich eigentlich nehmen. Super. Stopp, 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 stopp. Bleib stehen, verdammt. Händler, danken für eure Hilfe. Inka-Maske, Furain. Der ist schon ausgepeitscht, ne? Setz dich mal ins Feuer. Peitsche, Dementia, Sudran, ausgepeitscht. Waldras, noch nicht ausgepeitscht. Altholt. Baumeister, Veteran. Ne, guck mal, dann geht Altholt einmal beiseite. Tausch mit Sudran. Ne, mit Waldras. Na, so. Keine Fluchtfähigkeit. Keine. Gut. Nochmal schauen. Also, Waldras können wir auspeitschen. Ludran nicht und Gilerat. Ludran. Nee. Gilerat und Waldras, ne? Hätte ich gesagt. Abbrechen. Waldras. Und da ist Waldras. Ist kein Produktionswerkzeug im Lager zugewiesen. Doch. Verdammt, Waldras. Glück gehabt. Dann tausche ich mich wieder zurück. Fleischtrockengestell. Und die beiden Ratten mit ranschmeißen. Wieder auf 15 erhöhen. Äpfel haben wir. Guck mal, Apfelwein hatte ich auch noch nicht produziert bisher. So, dann haben wir hier noch Rand. Und Rotois. Wo kommt die denn jetzt her? Ok.
Okay, Teddybären, Zerstäuber auch noch ein Level hoch. Machen wir Stärke plus 2. Sehr schön. Mehr Schaden verursachen. Fluchtfähigkeit 10%. An der Stelle hier. So, das nehmen wir mal raus. Den drehen wir. Immer noch 30. 30, 10. 30. Immer noch 30. Okay, ja, mit Pech haut er halt ab. Zerstäuber, noch ein Level hoch. Ach, hier tatsächlich. Guck mal, G10, plus 50 tragen. Benachbarte gegnerische Bewegung. Ah, ja, geil, plus 50 tragen. Dann können wir nämlich einmal auf Flott den hier hinterher. Und die Ausrüstung verditschen hier. Sehr cool. Okay, cool. Bandidos. Are you bandits? We haven't. Might I interest you, my humble wares? Zweihandschwert, ungewöhnlich. Sparta des Legionärs. Schwere Rüstung, Brustplatte des Fährtenlesers. Stufe 12. Warte mal, was hat Helleth für eine Rüstung? Schwere Rüstung, 151, Abwehr 23, deutlich besser. Brustplatte des Fährtenlesers, Greifstahlhahne, Stärke plus 6 ist hierbei mit drin. Na, wir kaufen mal nichts, rennen mal so weiter. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Nö, wir laufen auch weiter. Wir haben nicht so viel Tragkapazität. Das ist halt echt doof gerade. Müssen auch zusehen, dass wir nach Quartz hier endlich mal rüberkommen. I'm waiting for other caravans. Marmor. Der inspirierende Marmorhandel des Archipels ist wegen der Aktivitäten der Piraten und weniger Schwung. Nicht auch nur 5. Dann kaufen wir Marmor. Knöchel in der Glücksbringer. Gedichtband. Okay, mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege die... Na, lass mich durch. People are fleeing, Artes. Ach was. Ich habe mich sonst vorbeigeschummelt, oder wie? Warte mal, wir haben ja es ja mittlerweile, ne? Dann können wir auch einen Passierschein. Habe ich den hier irgendwo drin? Ne, ne? Kein Passierschein mehr. Okay, dann zahlen wir die 200. People are fleeing, Artes. Very well. At your own risk. We are to let the farmers seek ref. Okay. Auf nach Marheim. Ja, für Anfang des Spiels macht das schon Sinn, wo man nicht so viele Münzen hat, dass man sich mal komplett vorbeischummelt an den ganzen Wachen und alles. Mit den Kletterhaken. Gut, dann sind wir auch schon fast da. Der Hilfsscheiterhaufen, da waren wir glaube ich auch schon dran, ne? Ja, wir sind keine Ungeheuer. So, haut das noch hin mit der Ausdauer? Müsste eigentlich. Yes. Sehr schick. Okay, Apotheke. Herstellen, Meister, vergiftetes Halsband. Nee, ne? Ich glaube...
Medizin. Können wir gern viermal machen. Kleiner Mark von St. Pierre. Oh, don't believe a word she says. She probably came across a band of deserters. They've been running rampant in these parts. Bernstein, 20. Wollstoff. Keramik. So, und was bringt der Marmor? 78, den hatte ich für 90 eingekauft. Okay, dann behalten wir den Marmor. Bringen den nach Tiltren gleich runter. Hanf nehmen wir mit. Für Bier brauen. Pilze. Die nehme ich komplett mit. Dann können wir die auf dem Rückweg in Tiltren auch wieder abgeben. Gewürze. Sehr fein. Passt. Kohl? Nee, aber Bohnen. And Lahart and Vernalis requisition anything they come across. My meat is quite pungent, I admit. But I can assure you, it is still perfectly edible. Ich finde, man müsste noch eine Ziege haben am Anbindebalken, die dann Milch bringt pro Runde. Aal habe ich, glaube ich, selber gehabt. Okay, ab zum Schmied. There were two of us working here until Count Lahart enlisted my cousin in his army. I haven't heard from Clay since. Nairolfs Umhang. Stärke 69, warte mal. Altholt? Stärke 88, ne? Das Ding können wir doch verkaufen hier. 145, Katar des Banditen. So, 3 Kilo weg. Wertvolle alasarische Armage. Nee, bringt nix. Achso, Stufe 13 war das, ne? Okay, ja. Ja, ich glaube, dann kann ich den Helm sonst nochmal verkaufen. Da finden wir schon noch bessere später. Sehr gut. Gut, alles nach Typ sortieren. Hier können wir raus. Dann müssen wir eigentlich nur noch in die Taverne. Können hier wahrscheinlich einmal singen. Yes. Super, und dann noch die Schmuckstücke verkaufen. Für 15 eingekauft. Muss mal schauen, für wie viel ich die jetzt loskriege. Look how empty this room is. Before the war, there were two taverns in Cortia, and we were still completely full on market days. Ja, okay, egal. Weg damit. Ich hatte gedacht oder gehofft, dass ich die teurer verkaufen kann, als ich die hier eingekauft habe. So, okay, eduranischer Wein, den brauchen wir zum Kochen. Oh, Rezept, Pilzsardinen. Pilze, Sardinen, Salz, cool. Wolfsfleischhaufen mit Pilzen. Wird traditionell im Winter zubereitet, wenn die Wölfe einzige Jagdbeute sind. Crit 5, Crit Schaden 10. Pilzsardinen. Okay, das ist wieder so ein Mal, das kann man... Wenn man in die Arena geht. Sehr gut. Per Bast. Dreimal Pelze nach Per Bast. Kopfgeld. Kinsirisas Kohorte. Ne, Angebot annehmen. Einfach. Das ist dann auf dem Rückweg von der Grollgrotte, das passt. Per Bast, dreimal Pelz. Angebot annehmen. Und schwupps, haben wir schon mal einen Zielpunkt markiert. Sehr cool, ich freue mich.
So, dann sind wir hier eigentlich durch, ne? Kleiner Markt, Handelsposten von Artis. Osira. Mercenaries, I have great news for you. Ja. Kein Geld dafür. Where would you like to go? Kein Geld, kein Geld, kein Geld. Erik. Oh, scheiße, den wollte ich gar nicht mitnehmen. Absetzen. Da ist er. Stärke 14, Alter. Geisterbogen, Geschicklichkeit 14. Das war noch echt so die Anfangsausrüstung, ne? Axt des Fährtenleser, Stärke 4, ach du Güte. Schande. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, mal hier Schluss. Und dann gehen wir in der nächsten Folge zur großen Grollgrotte auf dem Rückweg. Das Kopfgeld mitnehmen. Geld in Stromkap verkaufen. Ja, wohl eher nicht. Die würde ich dann jetzt eher behalten und dann per Bast verkaufen. Super. Und dann sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Und ciao.